Helmut 4 ist ein Project Management Tool für Premiere, After Effects und Audition, was sowohl Projekte, Preferences, Profile und User verwaltet, als auch den kompletten Fluss von Assets, also die ganze Asset Chain kontrollieren kann und darüber hinaus eine Datenbank darstellt, um alles über projektbasierte Assets zu speichern, zu nutzen und auch an Drittsysteme weitergeben zu können. Wie bei der IBC angekündigt, haben wir den Housekeeper und Cosmo zu Ende entwickelt. Das Toolset selbst ist fertig. Wir haben alles, was wir beim Housekeeper machen wollen, gemacht. Wir haben auch Cosmo weiterentwickelt und dabei auch noch deutlich mehr gemacht, als wir ursprünglich geplant haben. Es hat einen großen Stellenwert innerhalb der Produktpalette eingenommen, weil es sozusagen das Herzstück der ganzen Sache jetzt ist. Es beinhaltet eine Datenbank, die alle Informationen über projektbezogene Assets beinhaltet. Das heißt, wir wissen, was in einem Projekt benutzt wurde. Wir können nachvollziehen, welche Assets auf einer Timeline benutzt wurden, ob diese Assets Metadaten haben, wie sie heißen, auf welchen Tracks sie liegen und welchen Source-Timecode und welchen Destination-Timecode sie besitzen, was relativ viele Möglichkeiten mit sich bringt, gerade in Bezug auf das Housekeeping, gerade in Bezug auf zum Beispiel Cutlist-Exporte, Sequenz-Exporte oder auch die Übergabe dieser Informationen an ein MAM-System. Der erste Kunde, der auf diesen Release auch gesetzt hat, ist der ORF. Langjähriger Kunde, der Helmut schon seit Version 2 betreibt und jetzt sowohl in der Post-Production als auch im Redaktionsschnitt Helmut einsetzt mit ungefähr 150 Benutzern. Der ORF benutzt FX, IO und Cosmo. FX natürlich fürs reine Projektmanagement. Sie können über wenige Klicks Projekte erstellen, öffnen und editieren. Den Rest erledigt das System. Wir setzen I.O. ein, um den Journalisten die Möglichkeit zu geben, selbst Assets ins Projekt zu laden, was im normalen Kontext oft fehlerbehaftet ist, wenn man nicht genug Informationen und Erfahrungen hat im Bereich Codex, Sequenzeinstellungen und dergleichen. Die ganze Sache wird von I.O. komplett überwacht und automatisiert. Das heißt, die Redakteure können selbst, auch wenn sie beispielsweise Audio-Files anliefern oder Grafiken oder eigene Videos oder einen YouTube-Download haben, diesen auch ins Projekt bringen und er wird konform der Regeln des Unternehmens zum MAM gebracht, zum Storage gebracht, umbenannt, kodiert, wie auch immer. Und Cosmo wird eingesetzt, um zum Beispiel im Homeoffice zu ermöglichen, dass die Redakteure über einen einzigen Klick sagen, ich brauche alle Proxys, die zu diesem Projekt sind, lokal auf meiner Platte und die müssen runtergeladen und wieder in mein Projekt verlinkt werden, ohne dass ich einen manuellen Schritt dafür vornehmen muss. EditShare distribuiert das Tool weltweit für uns und die ersten Produktionen setzen jetzt auch auf Helmut 4 im Ausland, vor allem im amerikanischen Ausland. Wir haben selbst in Europa viele neue Kunden dazu gewonnen. Ein großer Kunde in Frankreich, der auch demnächst genannt werden darf, denke ich, setzt voll und ganz auf Helmut und wird die komplette Produktionskette mit über 250 Benutzern virtualisieren und in einem eigenen Datencenter und setzt dabei komplett auf die Orchestrierung durch Helmut 4 im Bereich der Projekte. Das ist sehr spannend. Wir haben einen sehr guten Kunden in England dazu gewonnen, einen bekannten internationalen Namen, der ebenfalls die ganze Journalistenproduktion und die ganze Social-Media-Kampagnen demnächst über Helmut 4 steuern wird, da dort auch Premiere zum Einsatz kommen soll, um einheitlich zu produzieren, dass die Journalisten nicht ein separates Tool kriegen, sondern die Editoren und die Journalisten eigentlich auf der gleichen Plattform arbeiten. Insofern entwickelt sich alles ziemlich gut und die Partnerschaft mit EditShare auch.